Hey ho und herzlich willkommen hier zu Assassin's Creed Odyssey. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz nochmal auf ein, zwei Sachen eingehen. Und zwar, zum einen, sorry, ich werde es noch zig Wochen brauchen, bis ich da diese lange Anmoderation gekürzt kriege, weil es über die Jahre einfach drin ist. Ne? Und zum anderen möchte ich kurz etwas anderes, was mir in dem Feedback für euch, von euch in der Umfrage mal geschrieben wurde. Und zwar stellen natürlich viele dementsprechend 1080p als Voraussetzung auf YouTube. Erstmal, sowas sehe ich nicht als Voraussetzung. Es ist aber ein Vorteil, wenn man 1080p oder sogar 4K das macht, ne? Allerdings möchte ich kurz darauf hinweisen, ich habe eine normale PS4. Ich habe keine Game Capture Card, die ja locker 100 Euro, also 100 Euro plus, also aufwärts kostet. Das heißt, dies kann ich mir in dem Sinne dann auch nicht leisten. Ihr müsst euch bei den PS4 Spielen mit 720 leider zufrieden geben. Beziehungsweise wenn es euch dann doch trotzdem nicht nicht gut genug ist, ich zwinge keinen, meine Videos zu schauen. Ich meine mal, ich bin nicht der Erste und ich werde auch nicht der Letzte sein, der Assassin's Creed oder Watch Dogs, Final Fantasy Type Zero HD, Overwatch oder so was bezüglich PS4 zum Beispiel Let's Played oder streamt. Deswegen, ich halte keinen bei mir auf dem Kanal. Ne? Ich freue mich über jeden, der weiter zuschaut, aber ich halte keinen bei mir. Nur, das wollte ich nur kurz loswerden, weil viele ja immer so sagen, so, oh, das geht nicht, du musst. Weißt du, wenn ich muss, dann gehe ich auf Klo. So hart, so asozial das klingt. Ne? Deswegen. Nur damit ihr dahingehend Bescheid wisst. Also, die PS4-Spiele, das betrifft, zum einen steht es ja unten in der Videobeschreibung, zum anderen betrifft es zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, Watch Dogs, Overwatch zum Beispiel. Diese Spiele, die jetzt aktuell bei mir gestreamt werden, beziehungsweise als Let's Play kommen, sind dann PS4-Spiele. Was nicht PS4 ist, ist dementsprechend sowas wie Skyrim, Sims 4, Subnautica, The Forest, sowas. Da versuche ich auf 1080 zu sein, aber bei PS4-Spielen leider nicht machbar. Nicht mit meinem momentanen Stand der Technik, die ich hier zu Hause habe. Tut mir sehr leid, aber ist leider so. So, Land der Gesetzlosen. Die werden wir mal weiter verfolgen. Jetzt können wir auch uns auf das Spiel konzentrieren. So, ich habe hier noch einen Bogen, der tatsächlich sogar besser ist. Was natürlich super ist, weil der natürlich auch, ne? Aber okay. Ausgebessert war, aber okay. Ja. Okay. Da drüben müssen wir hin. Dann machen wir uns mal auf. Ich versuche mich jetzt an die Hauptquests zu halten. Größtenteils. Weil, dann habt ihr halt auch ein bisschen mehr. Und ich meine mal, wir sind schon über 70 Folgen dabei. Das heißt dementsprechend, ist das auch kein Wunder, dass wir dementsprechend natürlich ein bisschen
voran. Ich ein bisschen voranschreiten möchte, ne? So. Da ist irgendein Händler. Da ist noch eine Wache. Da ist noch eine Wache. Da ist schon wieder ein Händler. Alles klar. Zack. So. Klack, klack, klack. Na komm. Stehlen wir. Und zack. So, wir machen es heute mal ein bisschen sneaky, sneaky. Heute machen wir es mal ein bisschen sneaky, sneaky. Ich weiß nicht warum, aber der scheint keine Gefahr darzustellen. Okay. Okay. Die weniger Gefahr. Was ist der Ort? Verbrennen wir ein paar Waren. Die weniger. Zack. Zack. Entschuldigung. Und klack. Klack. Zack. Okay, hier ist nichts so weit. Nein. So. Klack. Nummer 1. Ah, hier liegt auch noch ordentlich was. Wenn schon stehen wir noch ein bisschen, ne? Juppa. Juppa. Okay. Gefangene befreit. Komm. Du bist frei. Geh! Mal wenn schon denn schon, ne? Kann ich ja gleich mal ein bisschen paar Waren. Ich hab du. Bitte hilf mir. Ja, hier, zack. Schon haben wir die nächste befreit. Das werde ich niemals vergessen. Niemals. Sollte es rausgehen, meine Güte. Das ganze Ding brennt hier und er will nicht rausgehen. Alles klar. So. Na bitte. Ach du Scheiße. Noch Kampf. Vater? Ist das nicht der Vater? Komm und hol's dir. Das ist nicht der Vater. Vater. Sorry. Ich hab's gerade ein bisschen verwechselt. Das ist nicht der Vater, aber meine Güte.
Alter, das nenne ich mal einen Kampf. Oh. Ja, das nenne ich mal einen Kampf. Fehlt nur noch die Explosion im Hintergrund. Entschuldigung, aber ist so. So ein guter alter Actionfilm. Na komm. Zack. 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 Zack, 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 zack. 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 Zack, 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 zack. Hoi. 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 Und zack. Zack, 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 zack. Und zack. Zack. Zack, zack. Und zack. Hui. So. Mal gucken. Du kämpfst wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein Großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Alexios. Ich würde mich auch bei dir bedanken, wenn ich deinen Namen wüsste. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Du bist ja auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Ich hab Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Was kannst du mir über also den Höker sagen? Sparta auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist deine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Erzähl mir jetzt von deinem Plan. Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Ihn zu töten ist nicht gerade friedlich. Er verlässt den Thron nur, wenn er stirbt. Ganz einfach. Ja, er spricht nicht die Sprache der Diplomatie. Überrascht mich nicht, nach all dem, was ich hörte. Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen, die Bürger bewaffnet, versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Ich kann dabei helfen, den Höker unschädlich zu machen. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartaner. Einst? Bis ich als Kind vom Taigetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist der Sohn von Nikolaus von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Ich habe überlebt. Mich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Myrina. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrina. Kannst es mein Vater? Okay, kein Grund. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Geht das denn nicht einfacher? Kopf hoch, Spartiat. Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Klar. Wir sehen uns wieder.
Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Wenigstens ein Verbündeter. Das halt ist doch schon mal was. Achso, das ist eher, ich wollte gerade sagen, scheiße wohl. Aber irgendwo hier muss noch ein weiterer Schatz sein, ne? Das ist ein Händler. Komm schon, irgendwo, irgendwas. Muss doch hier sein. Aha, nee. Das ist kein Schatz. Das ist einfach so. Gehört das da hinten eigentlich auch noch her zu? Bestimmt. Ist hier ein Schatz drin? Nö. Aber da, und da habe ich auch den letzten Schatz, den ich brauche. Zack. Den dritten Schatz. Na bitte. Damit ist das Lagerhaus des Hökers abgeschlossen. Super. Kann ich mit ihnen noch reden? Nee, schade. Wäre ja was. Wenigstens. So, jetzt holen wir uns erstmal ihn hier. Weil er hat ein Kopfgeld auf uns ausgerichtet. Und das will ich weg haben. Zack, zack. Zack, zack. Ab. Ernsthaft? Da drüben? Gucken wir mal, dass wir da irgendwie rüberkommen, ohne großartig Probleme zu bekommen. Ne? Irgendwo da hinten. Naja. Hab, hab. So, da drüben. 145 Meter. Natürlich. In einem Militärlager. Das Militärlager werde ich auch mal komplett abschließen. Okay, das Gute ist. Verflucht! Wie kann ich das löschen? Roll durch den Staub! Ich brenne! Na, Trottel. Ist aber auch ein Trottel. Scheint, als wäre niemand hier! Luft mit der nötigen Konzentration! Schon dabei, Herr! Na? Oh, wie nett. Sehr freundlich. So. Kümmert ihr euch mal drum. Attacke! Position des Schützen. Kuckuck. Uhu.
Fuck! Fuck! Scheiße. Na komm. Fuck! Alter. Zack, 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 zack. Machen wir es halt so. So, schnell mal alles nochmal durchsuchen. Zack. Und schon sind wir hier fertig. Dementsprechend würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier an dieser Stelle.